Ja, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, moin. Servus. Grüß Hi, Servus. Tag auch. Noch 100 Meter, die laufen jetzt kurz, oder? dich. Ja. Wir sind im Norden auf dem Weg zu Yippie. Klatschnixen. Ja, mal gucken, ob wir den machen können. Ich glaube nicht, aber hier unten hat es Jetskis. Oh, da ist eine Wolfsrotte. Ich glaube, den können wir nicht machen. Den haben wir schon mal probiert. Kann Ich das glaube sein? auch, da war, glaube ich, was mit dem Wingspeed oder so, ne? Oh. Oh. USA! USA! Jetzt geht's wieder ab hier, ey. Wingspeed-Vorteil. Okay, schade. Okay, warte mal, wir haben aber noch einen Klatschnixen. Ja. Warte mal, den da. Dann würde Der ich im Süden. sagen, da porte ich uns hin. Genau. Ja, aber hier drüben wäre. Da wäre auch noch so eine kleine Nebenmission gewesen. Oh, zu spät. Die hätten wir machen können. Denke ich. Ja, wir können ja dann immer noch. Vielleicht hat es mich jetzt mit meinem Flugzeug teleportet. Oh ja, normalerweise. Nee. Ah, Ah, da hier ist muss ich mit unser. drin sein, Ah, ne? hier ist unser Truck. Ah, sehr schön. Ich glaube, den müssen wir auch mit dem Windzug machen. Bin ich mir relativ sicher. Willst du, dass der Wagen vor uns schneller fährt? Tanz für mich. Waren wir nicht auch schon? Probier mal. Ich hau hier ab. Ja, ich probiere. Nee, auch ein Wingspeed. Okay. Dann rein mit dir. Okay. Ich habe was markiert. Ja, bin drin. 500 Meter oder sowas. Oder Ja, das 1500. passt. Da ist noch ein Jagdgebiet. Und zwar ein Anleger. Ja, 1,5 Kilometer. Baller die weg. Was? Okay. Einmal Fell für mich. Sehr schön. Hinter uns ist noch einer. Will der uns echt rammen? Warum kann man eigentlich im Auto Dosen werfen? Keine Ahnung, wo du Umweltverschmutzung drin hast. Hier, frisst meine Umwelt. Oh. Gut, dass wir nicht explodiert sind. Ei, ei, ei. Ich glaube aber, unser Auto ist aus. Zerstöre das Eigentum der Sekte. Hier war, glaube ich, eins, ne? Unser Auto ist eh aus. Ah, okay. Wir rollen nur noch die ganze Zeit schon. Jetzt hat sich was ausgerollt. Schweißbrenner benötigt, okay. Schade. Ah, da ein Stück voraus ist nochmal Okay. so ein Konvoi mit so einem großen Gedüdeldödel-Auto. Ah. Zählt das als Sekteneigentum? Ja, oder? Mal gucken.
Oh, jetzt habe ich Fleisch auf das Sektending geworfen. Ja, das ist gut. Ui. Ich verschwinde von hier. Tja, super. Okay, jetzt sucht Jacob nach uns. Alles klar. Woran siehst du das? Die Nachricht kam gerade. Oh, da passiert, glaube ich, gleich was. Also, ich habe gerade Drogen genommen. Ja. Okay. Ich auch. Ja, dann... Dann hat er uns. Jetzt geht's los mit Jacob. Dann haben wir zu viel Scheiße gebaut. Okay, ich kann nichts mehr tun. Nein! Jacob, wir kommen. Holt er sich nicht uns? Ach so. Aber wir kommen. Aha. Klar. Wir brauchen ihn nicht suchen, er findet uns schon so. Da ist er. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Er hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Sollen wir wieder eine Klippe runterspringen? Das war bei seiner Schwester. Ach so. Bei ihm hatten wir diesen komischen Traumkampf-Simulator. Den müssen wir aufpassen am Ende, ne? Ja. Okay, also diesmal vielleicht nicht ganz so schnell. Ne, schnell können wir schon machen, wir müssen nur aufhören. Ich muss aufhören. Also ich muss aufhören. Mit dem letzten. Naja, du bist immer der Flotte hier von uns. Gut, die tun mir ja nichts hier. Okay, naja, ne, die schießen ein bisschen, ja, aber das war's auch. Okay, warte, da. Hä, wo bist du denn? Hinter dir. Ich dachte, ich bin hinter dir, aber okay. Hi. Ah, da. Bringe dein Opfer! Bringe dein Opfer! Also, dann bringen wir mal unser Opfer. Den letzten leben lassen, ne? Ja. Ja, du bist eh vor mir. Gib mir Mühe. Gut gemacht. Wie war das? Der letzte hat kein Gesicht gehabt. Die Herde keulen. So, hier jetzt. Okay. Nein, nein, nicht schießen! Nein, nein, nicht schießen! So, und jetzt? Lassen wir die Zeit ablaufen. So. Ja, hilft man dann nix. Nee, sonst ist hier nichts. Das letzte Mal war das eine ohne Gesicht. Töte das letzte Ziel, bevor die Zeit abläuft, steht da drauf. Achte auf deine Zeit. Ja, deswegen habe ich ihn letztes Mal auch immer getötet, aber... Das ist der einzige... Jetzt töte ich ihn mal. Nein. Doch, jetzt war grün. Ja, der war die ganze Zeit grün, weil er ein Freund ist. Ja, aber diesmal ist anders. Weil diesmal ist anders. Can make the darkness bright. Only you. Also, hättest du die einfach immer töten müssen? Vielleicht. Nur du konntest ihm so nahe kommen. Das ist beschiss. Nur du. Das ist wirklich beschiss dann. Konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du.
immer nur ich. Du warst das. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Und wer ist das jetzt? Aber jetzt. Keine Ahnung. Bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Sie sagen ja. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Okay. Ja, ich komme. Keine Sorge. Wir müssen erst noch ein paar Rehe überfahren. Eli! Nein! Nein! Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Du verdammtes Stück Scheiße! Witty! Er hat dir vertraut! Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie. Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Ja. Und du tötest ihn. Mach ich. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Ich habe den tatsächlich nicht mehr erkannt. Nee, ich auch nicht. Wer war das denn? Das war einer aus dem Bunker. Ah. Der uns auch schon ein bisschen umgegeben hatte. Okay. Der Eli. Wir sind im Rotlichtdistrikt. Oder auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Warum wurde mein Partner entdeckt? Was hast du getan? Oh, nee, hier sind ganz viele. Okay, das Ding wird zerstört. Gut, dass ich noch mal einen Schritt zurückgelaufen bin. Okay, nächster. Hast du noch Explosivzeug? Warte, ich muss gucken. Oh. Okay, ja, hab ich noch. Ihr habt drei Molotows. Ansonsten eigentlich ja, nichts. Ich kann nebenher sogar die Dynamitstangen noch herstellen. Du bist Fleisch. Das stimmt, ja. Das war ja auch so eine Funktion, die man eigentlich hat. Schöner Wurf. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Eli, Fred, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Dein Gold. Rechtest du dich um? Das wäre für alle besser. Ah. Okay. Die Wölfe sind überall. Okay. Überall. Okay, noch ein einziger. Ja.
La 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 la. Kommst du ran? Wow. Wir wissen, was mit den Schwachen ist. Sehr schön. Oh, ich stürz ab. Huch. Wo okay. Stürzt du denn hin? Ich bin gerade ein bisschen die Klippe runtergerutscht. Aber macht nichts, ich lebte noch, jetzt geht's ja weiter. Oh Gott, ja. Was denn jetzt? Ich lebe ja wieder. Ja, jetzt sollen wir Jacob töten. Ah. Aber diesmal ist es keine Illusion. Sicher? Da ist gerade ein Typ geflogen, also von Illusionen können wir trotzdem noch reden. Okay, wo ist denn der Typ? Da oben auf dem Dach ist irgendwie jemand. Ach, da oben die zwei Kronen, ne? Vermutlich, ja. Haben wir hier nicht einen Heliplatz? Waren wir ja hier? Ich glaube nicht, dass wir den hier jetzt benutzen können. Er wird nicht angezeigt. Nee, weil wir da ja nicht mehr willkommen sind. Na, dann müssen wir wohl in die Berge erklimmen. Ich glaube, das ist so unser Ziel. Also ich sehe da oben auch niemanden. Per se. Dieses Scharfschützengewehr ist auch geil. Ist das überhaupt Jacob da oben oder wer ist das? Ich denke schon. Ja, das ist so. Ja, lass uns noch ein Stück näher gehen. Ich hab da so eine kleine Pistole, die wird ihm gefallen. Oh ja, das ist böse. Vorsicht, gepanzerte Typen. Ich laufe in Zeitlupe. Ich habe ihn gekriegt. Ich habe den voll weggesnipert. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Super. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Ich dachte, wir können ihn von da aus nicht töten. Es ist nicht von Belang, was wir bauen. Anscheinend schon. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon. Rom. Also sein Bruder war ein bisschen... Imperien steigen auf. Kämpferischer. Imperien fallen. Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Ich glaube, den größten Psychopathen hatten wir als erstes gehabt. Terror. Ja, ich finde, die Schwester ist aber irgendwie uns nur kranker. Den Abgrund. Und genau okay. Da sind wir. Wie lässt Leute von einer Klippe springen. Wie bestellt und warten auf jemanden, der stimmt. Uns runterschubst. Und tanzt. Oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Ich fühle mich unwohl so nah, während er ein Messer noch hat. Keine ja. Ahnung. Er ist weg. Ja, Arschling. Jetzt ist er wieder blöd da. Gelaufen. Only you. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich.
Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Erreiche okay. Jacobs Bunker. Na dann hol mal. Waren wir da nicht schon mal? Bestimmt. Ah ne, halt, wir waren bei Jay. Wie heißt der Bruder? Ah, 2 Kilometer sind das, ne? Warte mal. Kann ich uns da zufällig irgendwie hinporten? Steig ein, bevor du uns portest. Ja, stimmt. Ich steig ein und dann porte ich uns, gell? Ja, theoretisch. Okay. Viel kürzer wird der Weg dadurch auch nicht. Aber ein bisschen. Von 1800 auf? Aber mal gucken, ne? Mhm. Kilometer vielleicht? Erwerbt den Vorteil Kletterhaken. Ah, ja. Man kann das also irgendwie... Oh, Heli fehlt. Ach, Heli kam doch nicht mit. Also in dem okay. Fall wäre es tatsächlich schlauer gewesen, wenn wir geflogen. Das stimmt. Da kommt ein Auto. Na gut. Okay. Bist du bereit? Ja. Cool. 1, 2, 3, fangen. Das Fangcenter. So, der Typ hatte zwar kein Gangway, aber ich habe trotzdem gerne... Fleisch unter meinen Rädern. Ja. Okay. Wir sind da. Ah, jetzt kommt wieder so einer in der Luft. Oh. Oh, bei mir hat's hier den... diesen blöden Dinger markiert gehabt, anstatt den Bunker. Ah. Okay. Ich bin tot. Wieso bist du tot? Der Heli hat mich erwischt. Nee, ich bin da in den Wald gerutscht irgendwie. Okay. Das sind 2 Helis. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay, er hat mich auch. Den anderen habe ich mit einem Schuss ausgeschalten. Das ist gut. Den dann halt jetzt nicht. Ja, Übung macht den Meister hier, gell? Nächstes Mal fahre ich auch zum richtigen Ziel. Passiert sowas nicht. Ach ja. Ich bin voll dem so Ziel nachgegangen. Ich habe dem voll vertraut. Wir sitzen aber in einem Fahrzeug drin. Ja, in meinem. Aus mit dir. Okay, weiter. Achso, da. Zack. So. Muss ich das kurz mal markieren, da? Jacobs Bunker. Ja, 500 Meter. Finde einen Weg in den Hangar. Ah, der schon wieder. Kümmerst du dich um ihn? Ich schieß schon, aber der trifft einfach nicht. Oh, der ist auf dem Flugzeug. Ach du grüne heilige Pimbam. Okay. Okay, ich gehe raus. Okay, jetzt hab ich ihn. Raus. Oh shit. So. Okay, ich lieg auf der Brücke.
Ah. Wow. Ja. Ich hab dich. Das war mal ein nettes Gemetzel hier. Okay, wir können das Auto hier nehmen. So, das sag ich nicht nein. Wenn sie rausgehen. Oh, das Auto ist verschwunden. Ich will ja nichts sagen, aber das Auto ist fest. Da komme ich nicht weg. Oh, 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 shit. Ich wollte aussteigen. Nicht rein, nicht rein. Oh, du Sau. Geht. Ah. Okay, ich lieg neben dem Auto. Alter, ich wollte aussteigen. Da geht er da vorne. Beifahrersitz. Okay. Jetzt aber hier weg. Boah. So. Da 370 Meter entkommen. Falsche Richtung gelaufen. Okay. Na, er dreht um. Ich greife das Ziel jetzt an! Okay, ich bin drin. Wir fahren durch den Wald, okay. Ja, mach. Hauptsache weg hier. Wir müssen trotzdem wieder drehen. Okay. Na super. Haha, verfehlt. Okay. Ah, Sniper. Ich bin tot. Ich lieg direkt vor dem Auto. Bombe fliegt. Komm zurück. Geh nicht Alter, drauf. Was ist denn da drin los? Was, lebst du noch? Ich bin tot. Schon Ewigkeiten. Oh Gott, wo liegst du denn? Ach, da. Vor dem Auto. Ja, warte, wir kommen. Da. Da hast du mich wohl nicht gehört. Nee, den habe ich dich nicht gehört. Direkt vor dem Baumstumpf, ja. Okay. Ach, du heilige Bambam. Okay. Ladung abgeworfen! Ja, super. Oh. Hat er dich? Jetzt da voll die Bombe auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ah! Nee, das brennt hier gerade alles. Ja. Das hat sich gerade direkt über mir verteilt. Ich wurde überfahren! Ich hab schon Sack überfahren. Mich hatte eiskalt eine vor der Straße überfahren. Komm, da schaffen wir noch rein, oder? Alter. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das machen wir nächstes Mal. Jetzt kommt es ganz drauf an, wo wir stehen. Moment, warte. Meinst du? Okay, wir sind hier. Stehen genau vor dem Bunker. Dann machen wir das nächstes Mal, oder? Nee, komm. Eine lange? Das ziehen wir durch. Okay, wir machen eine lange. Ja, das ziehen wir jetzt durch. Wir müssen ja nur ein bisschen rein da. Der Kerl.
sehr gut. Okay. Dieser Bastard hat Jacob getötet. Nice. Ah, da ist einer. Hui. Der war gut. Oh, das hat mich aber auch fast erwischt. Okay, jetzt sehe ich keinen mehr gerade. Oh, ich auch nicht. Diesmal ohne Fliege. Ja, und ohne Heli oder so dahinter im Arsch. Dann geht das doch schon besser. Okay. Ah, wir sind fast. Benutze den Schlüssel. Der Schlüssel. Okay, glaube ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Na dann, lass uns Leute töten. Ja, ich komme so zu dir. Der ist an mir vorbeigerannt, der Typ. Ja, komm ich. Oh, das ruft nach meiner kleinen Knarre. Bing. Schnauze. Okay, wo bist du? Achso, du läufst im Kreis rum, okay. Scheinbar ja. Du hast echt Nerven, dein Gesicht in dieser Gegend zu zeigen. Ja, hab ich. Verriegelung eingeleitet. Sammle Fleisch von überfahrenen geweißrangigen Tieren. Warum wird mir das hier vorgeschlagen? Oh, ich lieg am Sterben. Ich sterbe. Bin tot. Ja, ich hab ihn von hinten niedergeknüppelt. Ja, der hatte ganz schön Wumms unter dem Arsch. Ja. Gib mal her deine Knarre. Oh, guck mal hier. Das ist richtig schön dekoriert. Für seinen Bruder. So, Kontrollraum, wo ist denn der? Da. Na, da sind wir gleich. Okay, okay. Okay, ich hab ihn. Interagieren. Was? Drucktüren entriegelt. Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Ja, wir müssen jemanden retten. Ja. Ja, Vorsicht. Ah, du Arschling. Wir haben da beide drauf geballert und er hat's überlegt. Ja, der war ganz schön harter Typ. Gut, Körperschutz und Helm. Warum können wir eigentlich keine Helme tragen? Das weiß ich auch nicht. Wo ist denn jetzt der Deputy? Ah, da weiter. Der hat aber auch ganz schön viel ausgehalten. Ja. Oh. Eine Cutscene. Rookie. Bitte töte mich. Bist du echt? Nein. Okay. Er sagte, ich sei schwach. Dass ich es verdiene. Vielleicht hat er recht. Vielleicht.
Das macht uns fertig. Lass mich nicht gesehen. Vielleicht. Ja, wirklich. Geht ihr jetzt auf uns los? Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Hast du auch so eine Slideshow? Ja. Was meinst du mit Slideshow? So wenig Frames. Ach so. Nö. Gut, dass wir ein Stück dahinter standen, hinter seinem Vorschlag haben. Ja. So, was holt er da jetzt raus? Das wäre was für dich. Ja, die haben wir von den anderen Typen schon gemobst. Sind sie schwach? Und die Schwachen werden gekeult. Ein bisschen bekloppt ist er schon, oder? Läuft der bei dir auch in Zeitlupe? Ja. Okay, dann ist das nicht nur bei mir. Er sieht ja, da könnte man echt denken, dass man da, dass da Frames verloren gehen, ne? Warum? Ach, was schießt der? Hat's Licht ausgeschossen. Na super. Dann sehe ich doch nichts mehr. Hat er toll gemacht. Oh, okay. Und jetzt? Achso, jetzt müssen wir noch flüchten schnell. Ja. Also bei mir ist immer noch die Mission, sammle Fleisch von überfahrenen Tieren. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich lieg vor dir. Oh. Ja, ah, da ist so ein... Oh, shit. Oh. Okay, ich muss kurz Feuer löschen. Moment, oh nein, oh nein. Leg dich einfach nur ins Wasser. Okay. Müssen wir den Typ mitnehmen oder nicht? Ich denke schon. Den wir schon befreit haben. Ja. Ich hab den jetzt wiederbelebt. Auch wenn das alles seine Schuld ist. Ja, wenn der da so rumballert, wir werden ganz normal rausgekommen hier. Schleusentore 2, 3 und 5 sind beschädigt worden. Versagen der Kommt der Typ jetzt mit oder hat der, geht er noch einkaufen? Ah, ja, der geht noch shoppen wahrscheinlich. Scheint so. Ja. Nicht stehen bleiben! Okay. Raus hier. In sichere Entfernung. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Meinst du? Der Typ war jetzt noch drin, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben Jacob erledigt und den Bunker dazu. Jacob war jetzt nicht unbedingt so ein fieser Kampf, oder? Nee, da war John mit dem Flugzeug schon etwas schwieriger. John heißt er, genau, stimmt. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ah, ja, das ist ja auch schon Ewigkeiten her mit John. John. John und Jacob. Fehlt noch Faith. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust.
Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Und unsere Waffen. Ja. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Glaubst du, Jacob liegt immer noch hinter dem Helilandeplatz? Am Stein? Ich glaube nicht. Der ist wohl aufgebrannt. Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ja. Für die schon. Edens Geld endet heute. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja, Mann. Ja. Na, endlich. Ja. Ja. Sage ja. Scheiße, das wollte John von uns. Oder? Das wollte doch... Ja, ne? Sage ja. Da ist er. Meine Kinder. Ein Siegel ward geöffnet. Ich muss sagen, der war cool. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Der Jacob war langweilig, aber der war cool. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Okay, ich hätte nie gedacht, dass es doch noch so lange geht. Die ihr die Sünde aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Das ist die Ultra-Folge. Oh, ihr aber sowas von. Die Sünde aus unserer Heimat vertreibt. Wenn die noch weiter quatschen, dann wird das eine Dreifach-Folge. Ich meine, wir können sie auch einfach den ganzen Livestream laufen lassen. In dem Sinne. Jacobs Tod war nicht vergebens. Ich muss immer noch sagen, andere Termine. Der John war mir wirklich weitaus sympathischer als der Jacob. Das stimmt. Jacob war einfach nur Jacob. Ja. Ich denke, nächstes Mal können wir dann uns um die Schwester kümmern, oder? Das glaube ich auch. Nirgends ist es sicher, aber die Wolfstan gibt einem wenigstens Überlebenschancen. Was passiert da jetzt noch? Nochmal eine Katzi. Nochmal 5 Minuten. Oh nee. Oh, guck mal, Katzi. Ei, ei, ei. Ah, aber ich glaube, jetzt stehen wir auf und dann können wir weitermachen. Meinst du? Es lädt. Toll. Jetzt geht's rein und dann da. Ah, okay. Aha, okay. Ah, super. Okay. Gut. Dann Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.